Guten Abend, verehrtes Auditorium. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung im Rahmen des Studium Generale begrüßen. Mein Name ist Michael Grünberg, ich bin Präsident der Bucer Law School. Was konnten Sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939 bis 1945. So ist der Titel der Ausstellung, die wir unten hier im Foyer des Helmut-Schmidt-Auditoriums zeigen. Die Geschichte ist Ihnen vielfach bekannt, auf die möchte ich nicht näher eingehen. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz zeigen, wie vielfältig dieser Widerstand war. Es war der militärische Widerstand natürlich, vor allen Dingen, nachdem man gesehen hat ab 1943, wie das vermeintliche Kriegsglück sich gewandelt hat. Die Gruppe um den 20. Juli, die eine Kernaussage des deutschen Widerstands gebildet hat. Das waren Individuen, Individuen wie Georg Elser, der versucht hat, Hitler zu töten. Individuen wie Oskar Schindler, den Sie alle vielleicht kennen, und sei es aus dem Buch und dem Film von Steven Spielberg. Nehmen Sie sich mal Zeit, auf die Website von Yad Vashem zu gehen, wo die Gerechten unter den Völkern gelistet werden. Da sind ganz viele Deutsche auch darunter. Das zeigt, dass man was tun konnte. Und auf die möchte ich gerade, weil wir an der Universität sind, besonders erinnern, die Weiße Rose, die Geschwister Sophie und Hans Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf und der akademische Lehrer Professor Kurt Huber, der hier maßgebliche Rolle gespielt hat. Den Versuch, also auch aus der Studierendenschaft heraus, aus der Universität Widerstand zu leisten. Das alles ist wichtig und es ist heute vielleicht wichtiger, als es noch vor ein paar Jahren war. Und ich möchte da anknüpfen an einen Text von Karl Kraus, die dritte Walpurgisnacht. Auf der Webseite der Österreichischen Akademie der Wissenschaften finden Sie eine sehr schöne annotierte Fassung. Der Text beginnt mit einem oft missverständlichen Satz, nämlich von Karl Kraus, zu Hitler fällt mir nichts ein. Und dann fielen ihm 150 Seiten ein. Und was hat er gemacht, Karl Kraus? Und ich glaube, das ist das Wichtige, was uns heute die Beschäftigung mit Karl Kraus lohnt. Karl Kraus hat in diesem Text, der zwischen Mai und September 1933 entstanden ist, aus der österreichischen Perspektive heraus sich angeschaut, wie die Nazis mit Sprache umgehen. Wie gelogen wird und behauptet wird, dass nicht gelogen wird. Wie Sprache verdreht wird, wie Sprache verrenkt wird, wie die Leute an die Lügen glaubten und nicht mehr an die Wahrheit. Und das ist das, glaube ich, was uns heute besonders interessieren muss. Dass wir heute bei den Nazis von heute genau hinhören. Dass wir ihnen die Lügen nicht durchgehen lassen. Und dass es wie genau wir Juristinnen und Juristinnen hier aufpassen und die Lügen als das bezeichnen, was sie sind, Lügen. Und in diesem, was diesen Punkt betrifft, war die vergangene Woche eine gute Woche. Zwei Gerichte haben das zu erkennen gegeben, dass sie die Aussagen ernst nehmen und dass sie sie nicht als bloße Wortspielerei nehmen. Das gibt Mut. Das gibt Mut, dass wir heute möglicherweise ganz am Anfang bestimmten Tendenzen wehren können und nicht erst in die Situation kommen müssen, über die Hermann Bündner uns nachher im Vortrag berichten wird und über die wir dann im Gespräch zwischen Hermann Bündner und Luis Bassanese mehr erfahren, nämlich die individuellen Kosten gegen ein bestehendes Regime Widerstand zu leisten. Viel wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass solche Regime nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen. So viel von mir. Ich begrüße Sie, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, ganz besonders, dass ich meinen Kollegen, meinen Freund Hermann Bündner hier auf die Bühne bitten darf und er hat jetzt das Wort. Begrüßen Sie Hermann Bündner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stehe vor Ihnen mit einiger Bewegung, da mein Vater vor 10 Jahren diese Ausstellung schon mal mit einem Vortrag eröffnet hat und vor nicht langer Zeit im Dezember 2021 noch einmal über das Schicksal seiner Familie in der NS-Zeit gesprochen hat. Wenige Tage später war er tot. Sie haben jetzt nicht mehr die Chancen, Ohrenzeugen zu werden, gerade die jüngere Generation, die Studierenden. Ich muss nun als ein Ohrenzeuge, als jemand, der jemanden gehört hat, der es erlebt hat, zu Ihnen sprechen. Mein Vater hat damals das, was seine Familie in der NS-Zeit erleben musste, ausführlich dargestellt. Das will ich gar nicht wiederholen. Es kann man auf dem YouTube-Video unserer Law School sehen, wenn man den Namen Hermann Bündner eingibt. Ich werde jetzt über Leo Statz sprechen, den Bruder meiner Großmutter, der 1943 vom Volksgerichtshof unter Roland Freisler zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.
Allerdings kann man sein Handeln und das, was sein Schicksal mit der Familie gemacht hat, besser verstehen, wenn man den größeren Rahmen kennt. Deswegen zur Einleitung etwas zu den anderen Schicksalen der Familie in der NS-Zeit. Ich will mit meinem Großvater beginnen, Hermann Pünder, dem Schwager von Leo Statz. Von 1927 bis 1932 war er Chef der Reichskanzlei und hat damals für den Erhalt der Weimarer Republik gegen rechts und links gekämpft. Er hatte einen sicheren Instinkt für das kommende Unheil, als er sein Amt aufgab und als Franz von Papen, der berüchtigte Steigbügelhalter Hitlers, an die Macht kam. Mein Großvater wurde Regierungspräsident im fernen Münster, aber er verlor auch dieses Amt unmittelbar nach der Machtergreifung, wie viele andere politisch missliebige Beamte und Beamte, wie man damals sagte, nicht arischer Herkunft, aufgrund des perversen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, eine Verdrehung der Worte. Mein Großvater ging mit 45 Jahren als Landwirt in die innere Emigration, kaufte sich einen kleinen Hof und wurde direkt nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 verhaftet und vor den Volksgerichtshof unter Roland Freisler gestellt. Man muss sich in meine Großmutter reinversetzen. Nun stand ihr Mann vor dem Richter, der wenige Monate vorher ihren Bruder zum Tode verurteilt hatte. Mein Großvater wurde allerdings freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Dies hatte er seiner Schwester Marianne Pünder zu verdanken, die Kontakt zum Generalintendanten aller preußischen Staatstheater aufgenommen hat, Heinz Tietjen. Heinz Tietjen, der berühmte Wagner-Regisseur, war mit Göring befreundet und auch mit Freisler, wahrscheinlich über die gemeinsame Mitgliedschaft im preußischen Staatsrat. Kurz vor der Hauptverhandlung erklärte Heinz Tietjen Freisler wahrheitswidrig, dass Göring ein Interesse daran habe, dass Hermann Pünder am Leben blieb. Wahrscheinlich wollte Tietjen vorsorgen für die Zeit nach dem Dritten Reich. Es war immerhin ja schon Dezember 1944. Marianne Pünder, die meinem Großvater das Leben gerettet hatte, ihrem Bruder, hat übrigens mit ihrer Freundin Marianne Happig vielen Verfolgten in vielfältiger Weise unterstützt. Die beiden Mariannen sind eng mit der Geschichte des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten verbunden. Für meinen Großvater bedeutete Freispruch aber nicht Freilassung. Als Schutzhäftling, wieder so ein perverses Wort, wurde er in verschiedene Gestapo-Gefängnisse und Konzentrationslager interniert. Zunächst konnte meine Großmutter ihn in dem berüchtigten Hausgefängnis der Gestapo in Berlin und im Konzentrationslager Ravensbrück noch besuchen. Mein damals 12-jähriger Vater begleitete seine extrem schwerhörige Großmutter als Übersetzer. Meine Großmutter war poetisch, sie nannte meinen Vater immer das kleine Söhnchen schmerzensreich. Man werde das Verfahren wieder aufrollen, wurde ihnen drohend von der Gestapo erklärt. Mein Vater hat damals das, was er erlebt hatte, in einem Tagebuch notiert, was kürzlich im Aschendorfer Lach unter dem Titel In jenen Jahren veröffentlicht wurde. Das gibt es hier in der Hochschule. Später war mein Großvater verschollen. Erst knapp vor dem Ende des Krieges wurde er nach ganz schrecklichem Leiden mit anderen Sonder- und Sippenhäftlingen in Südtirol von US-Truppen befreit. Kurz vorher war Dietrich Bonhoeffer, der mit meinem Großvater in einer Zelle saß, noch erschossen worden. Zu den ersten Todesopfern des nationalsozialistischen Terrors gehörte Erich Klausener, ein Vetter von Leo Statz und meiner Großmutter. Auf einen speziellen Befehl von Göring hin wurde er am 30. Juni 1934 am Rande der Maßnahmen gegen den sogenannten Röhmputsch mit einigen anderen Nazi-Gegnern, General von Schleicher, der Reichskanzler, von einem Killerkommando der SS heimtückisch erschossen, weil er sich die Nationalsozialisten als Chef der preußischen Polizei in der Endphase der Weimarer Republik und auch als führender Vertreter des politischen Katholizismus zu Feinden gemacht hatte. 3 Tage vor seinem Tod hat er 60.000 Katholiken in Berlin
noch in den Hoppegarten geholt, um da eine Demonstration zu sagen, dass eben die Nazis nicht ihre alleinige Geistesherrschaft haben. Diese Ermordung, da wurde ihm die Pistole in die Hand gelegt, weil um einen Selbstmord vorzutäuschen. Und damit hätte die Hinterbliebenen auch keine Ansprüche gehabt auf Versorgung. Um die Ansprüche dieser Hinterbliebenen zu sichern, erhob Werner Pünder, der Bruder meines Großvaters, als Anwalt eine Klage auf Schadensersatz für die Studierenden Amtshaftungsanspruch gegen das Deutsche Reich und den Freistaat Preußen, vertreten durch den Reichskanzler Adolf Hitler und den preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring. Sofort wurde er von der Gestapo verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, dem nationalsozialistischen Staat im Inland und im Ausland Schaden zuzufügen. Während scharfer Verhöre im Hauptquartier der Gestapo wurde ihm die Liquidierung angedroht. Nur durch glückliche Umstände kam er mit dem Leben davon. Die Goethe-Universität Frankfurt vergibt alljährlich den Werner-Pünder-Preis für Freiheiten, für die demokratische Grundordnung und diese Dinge. Und der Preis wird gestiftet, das Preisgeld von Clifford Chance, eine Kanzlei, die früher mal Clifford Chance Pünder hieß, weil ein Onkel von mir diese Kanzlei, diese Pünder-Kanzlei gegründet hatte. Nun aber zu Leo Statz. Sein Schicksal hat mich schon als Kind sehr bewegt. Wenn ich meine Großmutter allerdings auf ihren Bruder ansprach, sagte sie bloß, ach, hör doch auf, du Bengel, und hatte Tränen in den Augen. Über den Fall Leo Statz gibt es aber ein Buch, Die rote Robe, Anspielung auf Freisler, aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das habe ich als Junge mit ganz viel Schrecken verschlungen. Leo Statz war, wie es heißt, ein Urbild von Heiterkeit und Lebensfreude. Er verfügte über einen übersprudelnden, geistvollen Humor und strahlte einen mitreißenden Optimismus aus. In der Familie war er, so hat mein Vater häufig erzählt und meine Tante und alle Welt, der Lieblingsonkel. Für die Nationalsozialisten hegte er natürlich keinerlei Sympathien. Das verhinderte ja schon der Umstand, dass sein Schwager, mein Großvater, sein Amt verloren hatte und sein Vetter, Erich Klausener, ermordet worden war. In der Düsseldorfer Szene der Künste und des Brauchtums war Leo Statz tief vernetzt. Er schrieb Gedichte, Couplets und Theaterstücke. Mit Leidenschaft setzte er sich vor allem für den Karneval ein. Alljährlich brachte er die Jecken durch Schlager in Stimmung. Als Präsident des Karnevalsausschusses der Stadt Düsseldorf gelang es ihm weitgehend, den Düsseldorfer Karneval, anders als den Kölner Karneval, der grassierenden Gleichschaltung zu entziehen. Schon vor 1933 hatte er in einem gegen den nationalsozialistischen Rassenwahn gerichteten Schlager empfohlen, alle Frauen zu lieben, egal ob blond, ob schwarz, ob rassig, ob dünn, ob klein, ob massig. In der letzten Session vor Kriegsbeginn landete er seinen größten Hit. Sei doch einmal nett zu mir, alles, alles schenk ich dir. Sei nicht zaghaft, zimperlich, duze, duze, duze mich. Die Nazis, humorlos wie sie waren, sahen in diesem vielgesungenen Gassenhauer eine Verunglimpfung des italienischen Duce, des Hitlerfreundes Mussolini. Nur mit Mühe konnte ein Verbot des Schlagers verhindert werden. Um publizieren zu können, musste man der Reichsschrifttumskammer angehören. Als Leo Statz einen Aufnahmeantrag stellte, holte sich das Reichspropagandaministerium Informationen bei den lokalen Partei- und Gestapo-Stellen. Sie fielen eindeutig negativ aus. Seine praktizierte Religiosität, die Missachtung der nationalsozialistischen Riten, Grüßen mit Heil Hitler, Hissen der Hakenkreuzfahne, Spenden für NS-Aktionen, seine ironischen Kommentare zu den nationalsozialistischen Errungenschaften und seine Verwandtschaft mit Erich Klausener wurden Statz zur Last gelegt. Ich habe ja die ganzen Gestapo-Akten gelesen und habe da auch gelesen, dass mein Onkel, man musste spenden für die Nationalsozialisten, dass er da immer einen Pfennig gespendet hat.
ne, weil das irgendwie wurden ihm zur Last gelegt. Er habe, Zitat, nichts getan, was erkennen lässt, dass er sich dem nationalsozialistischen Staat gegenüber irgendwie verpflichtet fühlt. Die Aufnahme in die Reichsstiftungskammer wurde ihm verwehrt. Klar ist, die Nazis sahen in diesem frohsinnigen Rheinländer schon früh einen Feind der den neuen Staat tragenden Bewegung. Und damit hatten sie recht. Während sich jedermann überlegte, was er wann, wo und wem gegenüber sagte, trotzte Leo Stads dem Zwang zur Anpassung. Ungeachtet vieler Mahnungen aus der Familie, sagte er, was er dachte. Für ihn galt, Zitat, wenn niemand die Dinge sagt, wie sie sind, wird das Volk noch dümmer gemacht, wir sind doch keine Sklaven. Und Stads spottete, wir haben keine Courage. Eine Straßenbahnuniform bringt einen ganzen Wagen voll Menschen zum Strammstehen. Die Braunen haben es leicht mit uns. Seine Überzeugung war, das Böse wird niemals triumphieren, wir können diesen Krieg nicht gewinnen, die Partei wird mit der Niederlage verschwinden. Beruflich war Leo Stads von Düsseldorf aus als Vorstand der Birresborner Mineralbrunnen AG in der Eifel tätig. Die Birresborner Sprudel gibt es immer noch. Die Geschäfte vor Ort führte Hans Wienhusen. Mit ihm war Stads, so meinte er, befreundet. Er machte ihn zu seinem Prokuristen, man duzte sich, was damals nicht selbstverständlich war. Es kam aber auch zu Streitigkeiten über den starken Alkoholkonsum von Wienhusen, seinen mangelhaften Einsatz für den Betrieb und über sein Gehalt. In der letzten Juliwoche machten die beiden einen Kundenbesuch in der Göben-Kaserne in Trier. Und damit begann das Verhängnis. Was Stads nicht wusste, war, dass sein Mitarbeiter bei der Gestapo als V-Mann angeheuert hatte. Dass der Wassermann in Trier als gefährlich bekannt war, wollte Stads gutgläubig nicht zur Kenntnis nehmen. Heute weiß man, dass Wienhusen 60 Anzeigen erstattet hat, die zu 2 Todesurteilen und insgesamt 37 Jahren Zuchthaus und Konzentrationslager geführt haben. Jedenfalls ahnte Stads nicht, dass Wienhusen der Gestapo in Trier empfohlen hatte, den Gesprächstermin belauschen zu lassen. Sein Chef sei ein ausgesprochener Staatsfeind, habe ein loses Mundwerk und die Gewohnheit, sich bei solchen Gelegenheiten abfällig über den Nationalsozialismus und den Führer auszulassen. Man werde mancherlei zu hören bekommen. Nebenbei sei bemerkt, auf solche Anzeigen aus der Bevölkerung war die Gestapo angewiesen. Durch eigene Leute konnte man die flächendeckende Überwachung nicht bewerkstelligen. Die Volksgenossen sollten sich selbst überwachen. Dabei waren es häufig, wie bei Wienhusen, private Streitigkeiten und Missstimmungen, die zu Denunziationen führten. Ideologische, politische Unterschiede spielten kaum eine Rolle. Der Termin nahm den von Wienhusen angekündigten Verlauf. Stads tappte in die ihm perfide von seinem Mitarbeiter gestellte Falle. Die Gestapo folgte der Aufforderung ihres politisch als zuverlässig geltenden V-Mannes. Da der Kantinenpächter an diesem Tag Geburtstag hatte und der Geburtstag von Leo Stads noch nicht lange zurücklag, entwickelte sich nach dem Ende des geschäftlichen Teils ein ausgiebiges Trinkgelage, in das auch andere Gäste, 2 Feldwebel, einbezogen wurden. Stads geriet ins Plaudern und geriet gerade zum dritten Mal, wie man damals sagte, in Düsseldorf ausgebombt, hatte Hab und Gut verloren und von Wienhusen angestachelt, auf die leidigen Zeitverhältnisse zu sprechen. Die pessimistisch zu beurteilende Kriegslage, die Stärken des Bolschewismus, die schlechte Stimmung der Bevölkerung in den luftkriegszerstörten Städten und die geringen Aussichten der Lanzer, heil aus dem Krieg zu kommen. Für all das sei der Führer verantwortlich. Die Kantinenwirtin mahnte mit einem wachen Sinn zur Vorsicht. Am Nebentisch saßen Gäste, hinter denen sie zu Recht
Gestapo-Leute vermutete. Mit sicherem Fingerspitzengefühl veranlasste sie, dass die Lauscher das Lokal verließen. Aber die Diskussionen liefen weiter. Als sich einer der Feldwebel ärgerlich entfernte, bat Statz den Wienhusen, ihn zu beruhigen. Wienhusen erklärte, dass er alles erledigt habe. Später musste Statz erfahren, dass Wienhusen im Gegenteil den Feldwebel gegen ihn aufgehetzt hatte. Am Ende wurden neben anderen alkoholischen Getränken 69 Schnäpse abgerechnet. Zunächst blieb die Zusammenkunft folgenlos. Wienhusen wusste allerdings, dass er seinen Chef nun in der Hand hatte. Erneut forderte er eine Gehaltserhöhung. Als Statz dies ablehnte, drohte Wienhusen, dass er sich anders zu helfen wisse. Am 3. August, einen Monat später, erstattete er bei der Trierer Dienststelle der Gestapo einen umfassenden Bericht über die Zusammenkunft und ergänzte das, was die beiden Gestapo-Beamten hinter einer Zeitung versteckt gehört hatten. Einen weiteren Monat später, am 1. September, wurde Leo Statz von der Trierer Gestapo zur Klärung einer Angelegenheit einbestellt. Nach dem Verhör über die Ereignisse, in dem Statz in der Hoffnung auf Entlastung um die Vernehmung von Wienhusen bat, wurde Leo Statz als politischer Häftling im Gerichtsgefängnis interniert. Er erlangte die Freiheit nicht wieder. Auf Weisung des Reichssicherheitshauptamtes wurde Statz am 16. September 1943 nach Berlin überführt. Schon zwei Tage später erhob der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof unter weitgehend wörtlicher Übernahme der Aussagen von Wienhusen Anklage wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung. Auf diese Begriffe hatte man den eigentlich auch unter den damaligen Verhältnissen nicht außergewöhnlichen Vorgang so zugespitzt, dass eine Todesstrafe erwartet werden musste. Dabei hatte die Gestapo vorgesorgt. Man versicherte sich, dass Statz als Schutzhäftling inhaftiert bleiben würde, wenn es zu einem Freispruch käme. Zersetzung der Wehrkraft war ein Tatbestand aus der Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Man wollte das Militär vor einem Dolchstoß aus der Heimat schützen, der, so wie von den Feinden der Republik verbreitete Geschichtsfälschung, zur Niederlage im Ersten Weltkrieg geführt haben sollte, im Felde unbesiegt. 1943 wurde die gerichtliche Zuständigkeit nach der Niederlage bei Stalingrad dem Volksgerichtshof übertragen. Der Strafrahmen war drakonisch, die Todesstrafe das gesetzliche Regel, die Regelstrafe. Verhindert werden sollte jegliche Form von Defätismus, beispielsweise, wie es in dem maßgebenden Kommentar hieß, die Verbreitung mutlos machender Nachrichten. Es gab kaum eine kritische Äußerung, die nicht als Wehrkraftzersetzung gedeutet werden sollte. Konnte. Verschärft wurde die Lage dadurch, dass das Tatbestandsmerkmal der Öffentlichkeit extensiv ausgelegt wurde. Auch wenn eine Äußerung in einem begrenzten Personenkreis gemacht wurde, man jedoch habe damit rechnen müssen, dass die Äußerung über diesen Kreis hinaus weitergetragen würde, sei das als öffentlich zu bewerten. Kritische Meinungsäußerungen waren damit selbst in einem privaten Umfeld höchst gefährlich, stets drohte die Gefahr, Opfer einer Denunziation zu werden. Der Bekämpfung der inneren Front diente auch der bereits 1934 verschärfte Tatbestand der Feindbegünstigung. Auch er war so weit gefasst, dass nahezu jedes politisch unerwünschte Verhalten zum Todesurteil führen konnte. Nach alledem hatte Leo Statz kaum eine Chance. Er konnte nur darauf hoffen, dass ein minder schwerer Fall angenommen wird, der mit einem Freiheitsentzug bestraft werden konnte. Die Hauptverhandlung wurde in abstoßender Weise von Roland Freisler, dem Präsidenten des in erster und letzter Instanz entscheidenden Volksgerichtshofs, geführt. Als Offizialverteidiger für Statz fungierte Rudolf Dix
Ein Freund der Familie, der bis 1933 Präsident des Deutschen Anwaltsvereins war und im Dritten Reich zu den bekanntesten Strafverteidigern für Oppositionelle gehörte. Über den Ablauf der Verhandlung sind wir durch einen Bericht von Rudolf Predeck, eines von der Verteidigung als Entlastungszeuge geladenen Freundes von Leo Stads, minutiös informiert. Mit einem, Zitat, ungezügelten, hasserfüllten und mitleidslosen Vernichtungswillen sprach Freisler fast ununterbrochen, mal ruhig und sachlich, dann plötzlich aufbrausend, tobend, ausfallend, alle Maße für Sitte und Würde verachtend, sich überschlagend, den Angeklagten beleidigend, jede unliebsame Gegenäußerung blitzschnell verdrehend, einschüchternd und alles mit großer schauspielerischer Geste drohend unterstreichen. Alle Milderungsgründe, wie die Verdienste von Leo Stads als Offizier im Ersten Weltkrieg, wurden als erschwerend gewertet. Sie würden der hohen Verantwortung des Angeklagten, belegen, der er nicht genügt habe. Stads und Funktion im Düsseldorfer Karneval verspottete Freisler als Fastnachtskönig und als Stads, wie es im einst französischen Rheinland üblich war, von Abitur sprach statt von Abitur, höhnte Freisler dies als ein Zeichen einer undeutschen Einstellung. Stads mochte in der Verhandlung an seinen Vater gedacht haben, der als Vorsitzender des Düsseldorfer Schwurgerichts und Mitbegründer des Deutschen Richtervereins einst das Ideal einer Richterpersönlichkeit verkörpert hatte, integer, souverän und mit hohem beruflichen Ethos. Vor allem aber musste Stads zu seinem Entsetzen erkennen, dass sein engster Mitarbeiter Hans Wienhusen ihn nicht, wie er gehofft hatte, entlastete, sondern die Aussagen der Anklageschrift bestätigte. Das wird immer wieder berichtet, wie schrecklich das war, als der Wienhusen reinkam und alle dachten, er würde jetzt auf die Seite der Verteidigung gehen, zur Seite der Anklage ging. Ausdrücklich erklärte Wienhusen, dass Stads an dem Abend, 69 Schnäpse, nicht betrunken, sondern im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte gewesen sei und er betonte, dass alles noch viel schlimmer war. Diese Aussagen waren schwerwiegend, denn allgemein kann man sagen, dass Denunziantinnen und Denunzianten das Schicksal der Angeklagten weitgehend in der Hand hatten, wenn sie als Hauptbelastungszeuge auftraten. Für Leo Stads war nun klar, was die Gestapo-Beamten bei seinem Verhör in Trier meinten, als sie ihn fragten, ob Wienhusen fähig sei, seine Direktorenstelle einzunehmen. Die Verhandlung dauerte 3 Stunden. Seelisch und körperlich zerbrochen musste er durch Freislers aggressive Prozessführung erniedrigt am Ende den Spruch des Gerichts entgegennehmen. Der Angeklagte ist für immer ehrlos geworden. Er wird mit dem Tode bestraft. Das Todesurteil war für alle, die Stads nahestanden, niederschmetternd. Konnte eine Vollstreckung zumindest aufgeschoben werden? War eine Umwandlung in eine Zuchthausstrafe denkbar? Fieberhaft wurde nach Lösungen gesucht. Mein Großvater fuhr nach Wien zu einem entfernten Verwandten von Stads, von dem bekannt war, dass er zu den alten Kämpfern der Hitlerbewegung zählte. Er erklärte sich bereit, bei Hitler um Gnade zu bitten. Der Dramatiker Hans Müller-Schlösser, Autor des damals unglaublich populären Bühnenstücks Schneider Wibbel, setzte sich bei Emmy Göring, der Ehefrau von Hitlers Stellvertreter, für seinen Freund ein. Der Heimatverein Düsseldorfer Junges bat um die Umwandlung der Todesstrafe in eine Freiheitsstrafe. Und auch einer der Feldwebel, die mit Stads in der Kantine gezecht haben, versuchte Stads zu retten. Die Düsseldorfer Parteistellen waren über das Verfahren nicht informiert. Es ging ja, wie ich sagte, von Trier aus. Als das Todesurteil bekannt wurde, bat die Ortspartei in Berlin um nähere Auskünfte. Alles in den Gestapo-Akten drin. Falls an eine Nichtvollstreckung des Urteils gedacht sei, hätte man in Düsseldorf dafür kein Verständnis. Außerdem interessiere man sich für die Namen all derjenigen, die mit einem Gnadengesuch sich für Stads verwandt haben, da man beabsichtige, gegen die Leute vorzugehen. Sich für einen zum Tode Verurteilten einzusetzen,
war gefährlich. Leo Statz verbrachte die letzten 5 Wochen seines Lebens, 5 Wochen, im Zuchthaus Brandenburg-Görden. In einer der Todeszellen bereitete er sich, wie alle zum Tode Verurteilten nach einem Erlass, Tag und Nacht an Händen gefesselt, auf sein nahes Ende vor. Er entwickelte eine unglaubliche geistige Produktivität. Seine mit großen Mühen und Schmerzen gefesselt geschriebenen Briefe, Gedichte, Aufzeichnungen und Gebete sind eine tief bewegende Hinterlassenschaft. Am letzten Tag seines Lebens schrieb er an seine Schwester, meine Großmutter, was ist das doch für eine Gnadenzeit, sich nur mit Gott und sich selbst beschäftigen zu dürfen. Unfassbar ist das. Und ich erinnere mich noch, wie als meine Großmutter starb, ich mit meinem Vater in irgendwelchen alten Kiste guckte und dann diese letzten Schreiben von Statz fand und unter anderem auch diesen Satz, dass er geschrieben hat, hat er verwiesen auf einen alten Familienspruch, wie Gott es fügt, bin ich vergnügt. Unfassbar. Der Nachlass ist von einer so großen spirituellen Tiefe, dass Leo Statz, wie auch sein Vetter Erich Klausener, in der Erzdiözese Köln zu den christlichen Märtyrern des 20. Jahrhunderts gezählt wird. Trotz alledem hatte Leo Statz der Humor nicht ganz verlassen. Als ihn der Bruder meines Vaters, auch Hermann Pünder, der Sohn und die Tochter sind hier, mit einem Vetter besuchte, deutete er auf seine Zuchthauskleidung mit angebrachten gelben Litzen hin und sagte, seht her, ich bin wieder in der Prinzengarde. Auf dieser Linie lag auch seine Zusage aus der Todeszelle, den Düsseldorfer Jonges, die im Luftkrieg verbrannte Vereinsfahne ersetzen zu wollen. So flattere ich euch in Gedanken stets fröhlich voran. Perverserweise beschloss der Vorstand der Beschenkten, den zum Tod Verurteilten aus dem Verein auszuschließen. So groß war die Angst in der damaligen Zeit. Ausweislich der Urkunde des im Zuchthaus amtierenden Standesbeamten starb Leo Statz am 1. November 1943 um 16.28 Uhr. In der Rubrik Todesursache findet sich die Eintragung Hinrichtung. Leo Statz wurde mit dem Pfeilbeil enthauptet. Die Kosten musste die Witwe tragen. Die Gestapo in Düsseldorf legte Wert darauf, dass die Öffentlichkeit über die Hinrichtung informiert wird, da Statz, Zitat, als ehemaliger Vorsitzender des Karnevalsausschusses sehr bekannt ist und besonders in katholischen und reaktionären Kreisen, Zitat natürlich, großes Ansehen genoss. Die Oberreichsanwaltschaft kam dem Wunsch nach, die Nachricht vom 5. Februar 1944 in der Rheinischen Landeszeitung, dem offiziösen Sprachrohr der NSDAP, hatte die Überschrift »Ein Volksverräter«. Wenige Monate waren nach dem Einmarsch der alliierten Truppen der Befreiung vergangen. Das bürgerschaftliche Leben war kaum erwacht, als am 24. Februar 1946 eine Gedenkstunde im Düsseldorfer Schauspielhaus veranstaltet wurde. Sein erster Nachkriegsintendant hat sie organisiert, Wolfgang Langhoff, ein ehemaliger KZ-Häftling, Schöpfer des berühmten Liedes von den Moorsoldaten und später Chef des Berliner Ensembles, hat sie organisiert. Der berühmte Schriftsteller Herbert Eulenberg hielt die Gedenkrede. Mitglieder des Schauspielhauses trugen aus dem heiteren Oeuvre von Leo Statz vor und auch aus den Texten, die in der Kerkerhaft entstanden waren. Und Hans Wienhusen? Sein teuflisches Arrangement mit der Gestapo fand frühzeitig Sühne. Direkt nach dem Krieg wurde er verhaftet und am 23. April 1949 kurz vor Gründung der Bundesrepublik wurde er vom Düsseldorfer Schwurgericht zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. Gestützt wurde die Bestrafung auf, wie die Urteile in den Nürnberger Prozessen, die allgemein bekannt sind, auf das vom Alliierten Kontrollrat der Siegermächte am 20. Dezember 1945 beschlossene Gesetz Nummer 10. Dass dieses Kontrollratsgesetz nicht nur für die Tribunale der Siegermächte, sondern auch für deutsche Gerichte gelten sollte, ist heute wenig bekannt. Das Gesetz enthielt 3 Straftatbestände. Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und
worauf es bei Wien, Husen und anderen Fällen der Bestrafung von Denunziantinnen und Denunzianten ankam, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Strafmaß reichte von Geldstrafen über Freiheitsstrafen mit oder ohne Zwangsarbeit bis zur Todesstrafe. Zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden nicht nur Taten gezählt, die wie Mord, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung schon nach deutschem Recht strafbar waren, sondern auch die, Zitat, Verfolgung aus politischen und rassischen und religiösen Gründen, und zwar, Zitat, ohne Rücksicht darauf, ob die Taten das nationale Recht des Landes, in welchem die Handlung begangen worden ist, verletzen. Dies rief nicht nur, aber vor allem bei Rechtswissenschaftlern mit nationalsozialistischer Vergangenheit, Kritik im Hinblick auf das tief in der Strafrechtstradition verwurzelte Rückwirkungsverbot nulla poena sine lege hervor. Dagegen entschied der von der britischen Besatzungsmacht zur Vereinheitlichung der Spruchpraxis errichtete oberste Gerichtshof für die britische Zone, der in diesem Fall zuständig war, bereits in seinem ersten Urteil vom 4. Mai 1948 in einer naturrechtlichen Argumentation, dass eine rückwirkende Bestrafung der Gerechtigkeit entspreche, Unrechtssicherung sei nicht Aufgabe der Rechtssicherheit. Was speziell die Bestrafung von Denunziantinnen und Denunzianten angeht, dem wegen der weit verbreiteten und gefürchteten Alltagserfahrung und der örtlichen Bekanntheit der Täter, Opfer und Zeugen heikelsten Komplex der Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts, sollen in den westlichen Besatzungszonen insgesamt 7.674 Verfahren eingeleitet und 603 Personen verurteilt worden sein. Dass es in der Rechtswissenschaft nicht wenige gab, die die Strafbarkeit von Denunziationen generell ablehnten, weil es in der NS-Zeit jedermann das Recht zu einer Anzeige gehabt hatte, erstaunt nicht. Ein Recht zu einer Anzeige, eine Pflicht zu einer Anzeige war nur in ganz seltenen Fällen. In diesem Sinne plädierte etwa Reinhard Maurach, die Studierenden werden ihn noch als Mitherausgeber von irgendwelchen Strafrechtslehrbüchern kennen, ehemals Dozent an der Nationalsozialistischen Stoßtruppfakultät in Breslau und später Ordinarius in München, für die Anerkennung der nationalsozialistischen Rechtslage, Malerlex, Setlex. Schlechtes Gesetz, aber immerhin ein Gesetz. Dagegen betonte Gustav Radbruch, auch mit Blick auf diese Fälle von Denunziationen, dass positive Gesetze nicht anzuwenden seien, wenn sie in so unerträglichem Maß der Gerechtigkeit widersprechen, dass die Gesetze als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen haben. Die berühmte Radbruchsche Formel. Die Verurteilung von Wienhusen war danach nicht selbstverständlich. Dabei blieb das Schwurgericht, nachdem es den Sachverhalt in Auswertung der von der französischen Besatzungsmacht in Trier sichergestellten Gestapo-Akten sorgfältig ermittelt hatte, in dogmatischer Hinsicht bemerkenswert undifferenziert. Ohne sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob nach deutschem Recht ein Mord in mittelbarer Täterschaft oder durch Beihilfe vorliegt, erklärte das Gericht in Übereinstimmung mit der damals herrschenden Meinung in der Denunziation bestrafenden Rechtsprechung, dass sich der Angeklagte Wienhusen der Verfolgung aus politischen Gründen im Sinne eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit im Sinne des Kontrollratsgesetzes schuldig gemacht hat. Objektiv habe die Anzeige für Staatsfolgen gehabt, die, Zitat, eine Entwürdigung seiner Persönlichkeit ausdrückten und die bei rechtlich denkenden Menschen einen starken Widerwillen auslösten, weil sie die Menschenwürde verletzten. Mit dem Rückwirkungsverbot setzt sich das Gericht nicht explizit auseinander, erklärt wurde aber, dass die Äußerung von Staats zwar strafbar gewesen seien, hierauf komme es jedoch nicht an, entscheidend sei, dass das Todesurteil eine übermäßig harte und unverdiente Bestrafung und selbst unter Kriegsbedingungen eine krasse Verletzung des Menschenrechts auf freie Meinungsäußerung gewesen sei. Zum inneren Tatbestand erklärte das Gericht, dass der Angeklagte als inoffizieller Mitarbeiter der Gestapo die Folgen seiner Anzeige gekannt
und gewusst habe, dass statt, Zitat, die schlimmste Strafe drohte und dass gegen ihn nicht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen verhandelt werden würde. Wienhusen habe, Zitat, alle diese Folgen in Kauf genommen und gebilligt, dass ein Eventualvorsatz ausreicht, entsprach der Rechtsprechung zur Auslegung des Kontrollratsgesetzes. Im Hinblick auf die Strafzumessung verwies das Gericht auf die völlig aus dem Rahmen fallende Verwerflichkeit der Denunziation. Wienhusen habe statt, Zitat, bewusst der Strafverfolgung der Gestapo ausgeliefert, anstatt seinem Chef dankbar zu sein, der ihm eine Stellung verschafft hatte, die in finanzieller Beziehung sehr günstig war. Außerdem habe der Angeklagte Wienhusen dessen besonderes Vertrauen genossen, dem Staats dadurch Rechnung gegeben hat, dass er sich mit ihm auf Duzfuß gestellt und sich gerade ihm gegenüber mit seiner antinarzistischen Einstellung nicht zurückgehalten habe. Der Angeklagte habe gewusst, wie leicht Staats gerade unter der Einwirkung von Alkohol seine Einstellung preisgab. Er habe ihn ohne jedes entschuldbare Motiv mit einem selten nachhaltigen Willen in den Tod getrieben. Anschließend erklärte das Gericht, Zitat, dass für eine derartige Tat nur eine lebenslange Zuchthausstrafe die angemessene Sühne sei. Dabei wurde betont, dass man von der Verhängung der beantragten schwersten Strafe, der Todesstrafe, Abstand zu sollen geglaubt hat. Dem Wienhusen, die Staatsanwaltschaft, dem offensichtlich die Todesstrafe beantragt. Das war ja vor Gründung der Bundesrepublik. Leo Statz starb als ein Mann einer Opposition, die seiner ungebrochenen Charakterstärke geschuldet war. Er verbog sich nicht. Er sprach aus, was er für richtig hielt, egal ob dies gefährlich war. Er nahm sich diese Freiheit und kam darin um. Das war seine Tragik und sein Beitrag zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur. In Düsseldorf ist das Andenken an meinen doch sehr liebenswürdigen Onkel wach geblieben. Im Karneval wird jährlich die Leo-Statz-Plakette verliehen, unter anderem an die Toten Hosen. Die etwas Jüngeren kennen die Toten Hosen. Manche seiner Lieder werden heute noch gesungen. Es gibt so ein Ensemble, Olli und so, die es irgendwie aufgenommen haben. Das Berufskolleg trägt seinen Namen und auch eine Straße ist nach ihm benannt. Auf dem Bürgersteig der Kronprinzenstraße in Düsseldorf, an der die Elternhäuser von Leo Statz und seinem Vetter Erich Klausener standen, wurden Stolpersteine eingelassen. Am nahen Fürstenwall erinnert auf dem Leo-Statz-Platz ein Mahnmal an die beiden. Juristisch rehabilitiert übrigens wurde Statz erst spät mit dem Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile vom 25. August 1998. Wienhusen, der Statz der Gestapo ausgeliefert hatte, erlangte nach 15 Jahren Haft, Kraft eines Gnadenerweises, die Freiheit zurück. Zuvor waren verschiedene Gnadengesuche abgelehnt worden. An dem Justizmord an Leo Statz waren allerdings viele beteiligt. Außer Wienhusen wurde keiner vor Gericht gestellt. Dem Schicksal der mit dem Fall befassten Gestapo-Beamten ist nichts bekannt. Viele Mitarbeiter der Terrororganisation kamen wie andere Schreibtischtäter unbehelligt davon. Und die Richter des Volksgerichtshofs? Roland Freisler, der als Blutrichter verantwortlich war für etwa 2600 Todesurteile, kam bei dem verheerenden US-Luftangriff auf die Reichshauptstadt am 3. Februar ums Leben, 1945 ums Leben. Er starb am Tatort seiner Untaten. Martin Stier, der beisitzende Berufsrichter im Verfahren gegen Leo Statz, verunglückte tödlich bei Löscharbeiten nach einem Luftangriff. Allgemein muss man bedrückt feststellen, keiner der etwa 50 Berufs- und 170 ehrenamtlichen Richter des Volksgerichtshofs wurde gerichtlich bestraft. Entscheidend war das Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall gegen Karl-Heinz Reese
der als Beisitzer des ersten Senats unter Freisler 231 Todesurteile unterzeichnet hatte. Der BGH hob 1968 die erstinstanzliche Verurteilung des Richters wegen Rechtsbeugung auf. Rehse könne nur bestraft werden, wenn er bewusst gegen seine richterliche Überzeugung für ein Todesurteil gestimmt hatte. Da ein solches Unrechtsbewusstsein nicht nachzuweisen war, wurden alle Ermittlungsverfahren gegen Richter und Staatsanwälte eingestellt. Es gibt ein paar Ausnahmen. Damit war trotz vieler Proteste in der Öffentlichkeit ein Schlussstrich gezogen. Später, als es um das Justizunrecht der DDR ging, hat der Bundesgerichtshof selbstkritisch von einem Scheitern der Verfolgung von NS-Richtern gesprochen, das, Zitat, vornehmlich durch eine zu weitgehende Einschränkung der subjektiven Voraussetzung des Rechtsbeugungstatbestandes bedingt war. So viel für jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt genug Food for Thought für unsere Diskussion. Zuletzt noch ein Hinweis: Über den Fall von Leo Statz habe ich unter dem Titel Gerichtliche Aufarbeitung von NS-Unrecht in der Nachkriegszeit, Denunziation als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einen Aufsatz veröffentlicht. Dafür habe ich alle Gestapo-Akten über meinen Großonkel und die Ermittlungs- und Gerichtsakten im Verfahren gegen den Denunzianten durchgesehen. Man kann sich vorstellen, wie erschütternd das war. Wer sich für den Aufsatz interessiert, mag sich an mich wenden. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Pinder, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe Ihren Vortrag ja schon in die Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung gelesen und doch saß ich gerade irgendwie im Publikum mit Gänsehaut. Es geht einem dann doch sehr nahe. Vielen Dank. Wir sind hier heute zusammen für die Eröffnung der Veranstaltung Was konnten Sie tun? Und die Veranstaltung setzt sich mit unterschiedlichen Widerstandsformen auseinander. Ich habe mich als Einstiegsfrage gefragt, was verstehen Sie eigentlich unter Widerstand? Ich habe mich immer mit dem Begriff des Widerstandes im Grunde schwer getan. Im Publikum sitzen Leute, die deren Vorfahren richtig heroischen Widerstand gemeistert haben. Man denke jetzt hier an die Stauffenberg natürlich und an die Leute der Weißen Rose, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Ich habe mich eigentlich nie so richtig als ein Nachfahre von Widerstandskämpfern verstanden. Aber unter den Bedingungen einer Diktatur heißt Widerstand auch einfach nicht mitmachen. Ja. Und damit, muss man ein bisschen aktuell zu sprechen, diesen Widerstandsbegriff nicht leichtfertig verwenden. Das hat mich erschüttert, als dann irgendwelche Leute, die sich gegen Corona-Maßnahmen wandten, die sie für rechtswidrig hielten, von einem Widerstand sprachen. Mein Gott, das ist mit zu leichter Münze, nicht? Jedenfalls hat das für die Juristinnen und Juristen, die Jurastudentinnen, nichts mit dem Widerstandsrecht zu tun des Grundgesetzes. Das richtet sich nur, wenn es gegen die verfassungsrechtliche Grundordnung geht. Ja, Sie sagen, es ist ja eigentlich genau, um schon überhaupt zu widerstehen, sich anzuschließen. Es steckt eigentlich schon in diesem Wort. Viele Menschen haben sich nämlich dem neuen Regime gebeugt und es war ja auch erstmal ganz einfach, sich anzuschließen. Es gab eine Aufbruchsstimmung im Land, neue Regierung. Ihr Großvater, Sie haben es berichtet, Hermann Pünder, selbst als Staatssekretär in Berlin gewesen und hat sich dann aber entschieden, 1933 sein Amt aufzugeben. Mhm. Können Sie sich erklären, warum das in Ihrer Familie so war? Wie kommt es, dass Ihre Familie dem so widerstehen konnte? Einmal war es so, dass viele Mitglieder der Familie
fest auf dem Boden der Weimarer Republik standen, obwohl sie ursprünglich auch Monarchisten waren. Das Tagebuch von Adele Stadtz, der Mutter von Leo Stadtz aus dem Ersten Weltkrieg, die hat angefangen, Tagebuch zu schreiben, mit Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung, macht deutlich, dass die durchaus eine monarchistische Familie waren. Aber dann waren sie aber auch froh über die Republik und machten ja auch, wirkten damit und machten auch Karriere, nicht? Das ist einmal, und wenn dann die Weimarer Republik zerstört wird, war man halt dagegen. Und dann natürlich auch das frühe Leid, nicht? Also, ja, mein Großvater eben seinen Job verloren, innere Emigration, dann Erich Klausner ermordet. Dann ist es quasi kaum noch möglich auf der Seite. Das war ja anders als bei so Offiziersfamilien. Man weiß, dass Stauffenberg direkt nach dem 30. Januar 1933 mit so einer Abordnung von jungen Offizieren zu Hitler gegangen ist und ihn beglückwünscht hat, nicht? Und muss ja auch verstehen, manche Leute jetzt bekamen auf einmal Karrierechancen. Und es gab ja auch Erfolge, nicht? Die Arbeitslosigkeit sank und so, nicht? In meiner Familie, man konnte einfach auch nicht auf der richtigen Seite sein. Ja. Und wie war das für Ihren Großvater, dann sein Amt in Berlin aufzugeben, dann sozusagen als Bauer tätig zu werden? Das ist eine völlige Umstellung. Fiel ihm das dann doch unter den Umständen einigermaßen leicht? Oder? Hatte keine andere Chance. Erstmal, es war ja so, er war Chef der Reichskanzlei und hatte, das muss man ihm wirklich sehr zugute halten, unter von Papen schon sein Amt aufgegeben. Der wollte ihn weiter als Chef der Reichskanzlei beschäftigen und sagte, nee. Vielleicht auch, weil er mit Brüning und den Vorgängern verbunden war und so. Und dann war Regierungspräsident und dann verlor eben seine... Er hatte keine andere Chance. Der wurde nicht mehr beschäftigt und viel anderes konnte er nicht. War zwar Jurist irgendwie, aber Anwalt nicht. Und soll dann in Münster, hat er Spargel angebaut. Mein Vater hat immer noch so ein Gartenfimmel bis zu seinem Schluss gehabt und Spargel wurde auf dem Markt in Münster verkauft haben. Und dann haben die Leute, als sie von ihm kauften, haben gesagt, ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär und so. Ne? das war so. Aber viel anderes konnte er nicht. Ne? Ja, dann lassen Sie uns mal über Leo Stadtz sprechen. Sie haben auch in der Folie eben geschrieben, er wurde als Urbild von Lebensfreude und Heiterkeit aufgefasst. Und er hat ja auch gewissermaßen ja frei Schnauze seine Ansichten dann auch in den Situationen verbreitet. Galt das als naiv? Wurde er irgendwie davor gewarnt oder galt er als fast irgendwie töricht in der Gesellschaft? Ja, auch in der Familie ist die Rolle von Leo Stadtz nicht unumstritten. Meine Großmutter soll immer gesagt, sei vorsichtig, Leo, sei vorsichtig. Und man muss auch bedenken, dass er ja auch nicht nur sein Schicksal, sondern auch das Schicksal seiner Frau und seines Sohnes aufs Spiel gesetzt hat. Da kann ich eine Geschichte erzählen von meinem Großvater, Vetter von mir ist da, Hermann Pünder. Als er in Konzentrationslagern war, drohte die Gefahr, dass das Vermögen der Familie konfisziert würde. Und dann hat meine Tante Heidi Tietmeier schnell geheiratet, obwohl sie noch minderjährig war, und damit das Vermögen auf ihren Mann, den neuen Mann, dann übertragen werden konnte. Nicht? Also, wer sich gegen Hitler stellte, gefährdete ja häufig nicht nur dich selbst, sondern auch sein Umfeld. Ich weiß, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich mal ein bisschen frech war oder so, ach, du bist wie Onkel Leo. Das hat sie nicht als Kompliment gesehen, sondern wollte mich tadeln oder so, nicht? Es war umstritten, ja. Ja, und der Hans Wienhusen, wissen Sie, ob Ihre Familie zu dem dann später noch Kontakt hatte? Ich meine, das war die Person, die letztlich irgendwie dafür verantwortlich war, dass also ihr Großonkel dann hingerichtet worden ist. Da bin ich aufgewachsen mit der Erzählung, dass auch die Familie sich mit einem Gnadengesuch für den Wienhusen eingesetzt habe.
In den, ich habe die ganze Gnadenakte gelesen von den Venusen, findet sich davon nichts. Ich glaube, das ist ein Narrativ oder es kann sein, es ist auch ermittelt worden, der Täter, der den Erich Klausener ermordet hat und dass die Familie sich für den eingesetzt hat. Und aber jedenfalls ist die Geschichte, dass der Sohn von Leo Statz, Günther Statz, bei dem Wienhusen, nachdem er freigekommen war, der Wienhusen hat dann einen Kiosk aufgemacht und bei dem immer Zigarren gekauft habe. Auch vielleicht, um ihn zu quälen oder auch wieder so diese Bockigkeit oder was auch immer. Ja. Mehr ist nicht bekannt. Ich habe das natürlich gegoogelt, den Namen und so, findet sich nichts. Alles klar, ja. Dann wollen wir auch so ein bisschen über Sie sprechen. Sie haben es am Anfang von Ihrem Vortrag auch gesagt, Sie sind nun Ohrenzeuge. Ich finde, das ist ein sehr treffender Begriff. Es meint eben, dass wir nicht mehr die echten Zeitzeugen langfristig auf jeden Fall sprechen können. Der Tag der Befreiung war letzte Woche Mittwoch. Er ist jetzt 79 Jahre her. Da muss man schon ganz schön alt sein, damit man noch irgendwie von der Zeit berichten kann. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir Menschen haben, die wiederum dann von ihren Eltern, Großeltern oder ihrer Familie berichten. Und ich finde den Begriff so schön. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Ohrenzeuge? Ja, Ohrenzeuge habe ich mir überlegt. Das sind die Leute, die eben noch Leute kennengelernt haben, die es erlebt haben. Wann ist eigentlich irgendetwas richtig Geschichte? Napoleon. Keiner von uns kennt irgendjemanden, hat mit irgendjemandem gesprochen, der Napoleon noch kennt. Das ist richtig Geschichte. Kaiser Wilhelm, da kann ich sagen, ich habe mit meiner Großmutter gesprochen. Ich habe sehr, sehr, sehr alte Großeltern gehabt. 1888 war mein Großvater geboren, meine Großmutter ein bisschen jünger, die noch Gedichte auf Kaiser Wilhelm geschrieben hatten. Insofern bin ich noch Ohrenzeuge, was das deutsche Kaiserreich angeht, aber im Grunde nicht. Ne? Aber Ohrenzeuge ist derjenige, der noch ganz Authentisches erzählt bekommen hat. Nicht? Und wenn die tot sind, dann ist es im Grunde vorbei. Es gibt ja diese vielen Projekte, wo dann die Zeitzeugen interviewt werden, sehr, sehr wertvolle Geschichten auch. Der Vortrag meines Vaters, dass die Bucerius Lausk und den aufgenommen hat, ist ja natürlich auch ein Segen. Ne? Und was motiviert Sie jetzt sozusagen, hier mit uns zu sitzen und über diese Vergangenheit zu berichten? Man könnte ja auch sagen, Mensch, das ist jetzt schon ganz schön lange her. Ich glaube, dass ich auch schon eine gewisse Verantwortung habe, vielleicht einer besonderen Sensibilität Ausdruck zu verleihen, weil ich solche Geschichten ja wirklich sehr authentisch mitbekommen habe, wie eine freiheitliche Ordnung in eine Diktatur umkippen kann. Es sind natürlich, wenn man so Dinge hört, menschenverachtende Äußerungen, über Leute mit Migrationshintergrund und Verachtendes über unser System und so. Vielleicht denke ich dann eher noch als andere darüber nach, oh Gott, solche Geschichten habe ich doch schon mal gehört. Und auch, was für so Sensibilität zu sagen, was Geflüchtete angeht. Wir müssen uns mal klar machen, was es bedeutet, zu fliehen. In meiner Familie, habe ich mehrfach gefragt, wurde nicht gedacht, daran zu fliehen. Mein Großvater hat zwar in Englisch studiert, aber im Grunde konnten die nicht so gut Englisch. Er hätte auch keine Stelle gefunden. Es gibt ein wahnsinnig interessantes Buch, Jurists Uprooted, über die über Juristen, die geflohen sind nach London oder nach England und so. Aber bekannt ist ja Thomas Mann, ne? Der hatte als Star in Kalifornien ein gutes Auskommen. Aber sein Bruder, der wusste kaum, wie er sein Geld herkriegt. Fliehen. Was bedeutet fliehen? Und all diese Geflüchteten, ich denke ganz häufig dran, wenn ich so Flüchtlingsunterkünfte sehe, mein Gott, wir müssen sehr anständig zu denen sein. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin CDU-Mitglied, seit immer, weil mein Großvater die CDU nach dem Krieg mitgegründet hat. Und ich habe mich ein bisschen geschämt für die CDU. Aber 2015
war ich richtig stolz. Ich weiß, man muss das alles differenziert sehen mit Angela Merkel, aber irgendwie so tief im Gefühl dachte ich mir, mein Gott, wir Deutschen haben unglaublich viel Unheil angerichtet, dass wir jetzt mal Heil bringen. Und das können natürlich vielleicht Leute, die das Unheil nicht selbst erlebt haben, aber doch authentisch mitbekommen haben, vielleicht auch besonders erzählen. Ja, ja, vielen Dank. Ich habe... Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute dieses Buch gelesen, Die Enkel des 20. Juli 1944. Und ihr Großvater, Hermann Pünder, er wusste, er war Mitwisser von dem Anschlag, den Karl Graf Stauffenberg geplant hatte. Und aber auch bloß Mitwisser, nicht? Er war kein Widerstandskämpfer, nicht? Ja. Gödel hat ihn besucht auf dem Eichenhof und er wusste davon und war auch dann wahrscheinlich irgendwie Minister oder irgendwas geworden und so. Ja, und ich habe in dem Buch dann eine sehr spannende Passage gefunden, in der sie nämlich interviewt worden und sie berichten über ihre Großmutter und sagen: Meine Großmutter Magda Pünder war eine fröhliche Frau, die gerne und viel dichtete, erzählt der 1966 in Köln geborene Jurist. Mit der Zeit des Nationalsozialismus aber habe sie nach 1945 nichts mehr zu tun haben wollen. Inzwischen glaube ich, dass meine Großmutter sehr viel mehr traumatisiert war als ihr Mann. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie war denn das dann in ihrer Familie nach Ende des Krieges? Konnten sie mit den über ihre Erfahrung sprechen? Und wie hat das, was macht das mit einer Familie, wenn sie so schlimmes Leid erlebt? Andere haben natürlich viel, viel schlimmeres Leid erlebt und so, ist schon klar. Aber gut, ich habe ja gesagt, wenn ich mit meiner Großmutter, ein aufgeweckter Bursche, wollte die fragen, Oma, mal erzähl doch mal von deinem Bruder, Onkel Leo und so, was war das denn für ein Typ? Ach, hör doch auf, du Bengel! Ja. Und die weinte dann, nicht? Und ich habe das, meines noch erlebt zu haben, habe es jedenfalls häufig erzählt bekommen, wenn mein Großvater über seine KZ-Erfahrungen erzählt hat, dann hat er so die Gestapo-Beamten nachgemacht und hat laut geschrien und so weiter. Meine schwere Großmutter hat gesagt, ach, hör doch auf und so, nicht? Und mein Großvater, glaube ich, war schwer traumatisiert und mein Großvater, ich glaube, die erste Generation, die war ja dann auch an der Aufbauarbeit beteiligt. Mein Großvater hat nach die Bundesrepublik mit aufgebaut und so. Die mussten auch verdrängen. Und es ist insofern kein Wunder, dass mein Vater, die nächste Generation, sich unbefangener damit auseinandersetzen konnte. Und auch ich kann es im Grunde, auch wenn mir manchmal irgendwie, ich bin nah am Wasser gebaut, irgendwie so, aber im Grunde kann ich mich ja unbefangen. Es ist manchmal wahrscheinlich eine Aufgabe anderer Generationen, wie auch im Strafprozess, der Augenzeuge gar kein guter Zeuge ist, ne, weil er ein eigenes, Ja, aber Sie sagen gerade unbefangen, Sie haben alle Gestapo-Akten jetzt gelesen. Macht das, also wie fühlt sich das für Sie an? Das war wahrscheinlich in meinem wissenschaftlichen Leben, ich habe es ja auch als Rechtswissenschaftler getan, ich glaube, das Bewegendste, was ich gemacht habe, die sind alle da. Und das Ermittlungsverfahren gegen den und die Strafverfahrensunterlagen gegen den Wienhusen auch. Unglaublich. Was man da in den Akten sieht, an Anzeigen sieht, an Zeugenaussagen von Leuten gegen Leo Stads. Und der Leo Stads war ja offensichtlich ein Star in Düsseldorf, nicht? Und was man da so lesen muss, unglaublich. Und es hat was mit mir gemacht. Und zwar in dem Buch noch, da wundere ich mich, wie ich da reingeraten bin, da mit den Enkel des 20. Juli. Gut. Da habe ich noch irgendwie gesagt, so heißt auch die Überschrift, dass es für mich nur ein Randthema sei. Diese Lektüre der Gestapo-Akten hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Und zwar richtig existenziell. Ich bin ja relativ beliebt hier in der Hochschule, hoffe ich jedenfalls.
und habe viele Freunde, die auch da oben sitzen. Und was wäre eigentlich, wenn ich irgendwie auf die Schattenseite geraten würde? Und ich habe es ja an diesem unglaublich beliebten Onkel Leo Statz gesehen, wie schnell alles umkippen kann. Ich habe keine Angst, dass irgendwas umkippt. Hm? Nicht politisch, aber keine Ahnung, muss mir irgendjemand irgendeinen Vorwurf machen, ich würde irgendwas, wer ist dann, wer hält dann noch zu mir? Ne? Hinten sitzen Freunde, die hoffentlich doch dann zu mir noch halten. Ne? Aber wie schnell es sein kann, wie fragil Zuneigung ist, Anerkennung ist, Sicherheit ist, Wohlbefinden ist, was auch immer, nicht? Alles, und das, irgendwie hat das was mit mir gemacht, diese Akten zu lesen, ja. Und trotz dessen, also Ihre Familie hat weiter damals durchgehalten, obwohl ihr ja so Schlimmes dann auch widerfahren ist und Sie haben das jetzt sozusagen nacherleben oder können, als Sie das gelesen haben. Aber sind Sie dann jetzt stolz richtig auf Ihre Familie, dass Sie es damals geschafft haben, dem nicht zu widerstehen? Stolz finde ich irgendwie vollständig unpassender Begriff. So ähnlich wie, müssen sich die Leute schämen, die Vorfahren hatten und statistisch gesehen müssen es viele sein, die in der, auf der Täterseite sind. Stolz und Scham sind nicht die richtigen Kategorien, wie ich finde. Ich glaube, dass die Leute, die aus Familien stammen, die, sei es auf der Seite, sei es auf der Seite, irgendwas mitbringen, eine besondere Verantwortung haben. Besondere Verantwortung haben. Und auch Leute von der Täterseite auch eine besondere Verantwortung haben. Ich weiß, im Vorfeld hat sich jemand bei mir gemeldet, der mir erzählt hat, ja, er kommt aus einer Täterfamilie und der sich jetzt für die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht einsetzt. Toll, nicht? Also ich glaube, Stolz und Scham ist das Falsche. Ja. Man muss lernen, alle müssen lernen aus der Geschichte und unser eins muss besonders viel lernen. Ja, vielen Dank. Nun sind Sie auch Jurist und wir alle oder einige der Personen hier im Publikum studieren Jura. Deswegen möchte ich noch einen kurzen Blick auch auf das Juristische richten. Sie haben sich in dem Aufsatz über die Pervertierung des Polizeirechts tief mit dem Polizeirecht in der NS-Zeit auseinandergesetzt und Sie verweisen auch da, dass dort die Generalklausel, wie wir sie heute noch im Polizeirecht haben, schon in der Zeit des Nationalsozialismus galt. Und was man gemacht hat, ist, dass man die Schutzgüter einfach in der Auslegung erweitert hat. Und ich frage mich, wie sind wir eigentlich heute, aus der heutigen Sicht, davor geschützt, dass uns sowas nicht auch wieder passiert, eine Erweiterung des Tatbestandes sozusagen, ja. Ich glaube schon, dass wir irgendwie gelernt haben und so. Aber ich will noch was, wo hier auch viele Jurastudentinnen und Jurastudenten sind, zu den Juristen im Nationalsozialismus sagen. Das war auch erschütternd. Ich habe mich, ja, und auch damit beschäftigt. Juristen waren zu ganz großen Teilen Mittäter. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber irgendwie über die Hälfte der Juristen im Reichssicherheitshauptamt, der SS und der Gestapo, waren promovierte Juristen. Und wenn ich mal eine Literaturempfehlung geben kann, eines der erschütterndsten Bücher, die ich auch manchmal mit Freunden geteilt habe, die Lektüre, ist Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell. Jonathan Littell ist ein Autor, der einen Tatsachenroman geschrieben hat. Tatsachenroman. Alle Figuren sind entsprechend den Tatsachen. Nur die Hauptfigur nicht. Und das ist ein promovierter Jurist, der in Kiel promoviert hat. Einer von uns. Und was der an Unheil mitgemacht hat, also, es ist ganz schwere Lektüre.
Aber das ist, gehört zu den Büchern, die das Leben verändern, die Lebenseinstellung beeinflussen, nicht? Und für heute, tja, wir haben gelernt, doch, die meisten schon. Komm, das Urteil, das OVG Münster, und Aufgabe von mir als Hochschullehrer ist es, die Leute zu wappnen, dass man nicht dass man reflektiert mit Rechtstexten umgeht, nicht? Und für die nicht so mit der Juristenausbildung befassten, der deutsche Gesetzgeber hat vor 3 Jahren, sagen wir mal, ins deutsche Richtergesetz, ja, das ist das maßgebliche Gesetz, reingeschrieben, dass sich Juristinnen und Juristen in ihrer Ausbildung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und in einer nicht ganz unproblematischen Gleichsetzung mit dem Unrecht der SED-Diktatur auseinanderzusetzen haben. Und das, dachte ich, besondere Verantwortung vielleicht, war auch an mich gerichtet. Und deswegen habe ich die Beiträge, die da oben stehen, geschrieben. Ja, bevor wir gleich noch ein paar Fragen aus dem Publikum zulassen, würde ich gerne nochmal sozusagen den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs spannen und vor allem zu der Ausstellung, die man unten sich gleich noch ansehen kann. Thema, was konnten Sie tun? Die Menschen, die etwas taten, die sich also irgendwie in irgendeiner Weise im Widerstand bewegten, die hatten erhebliche Konsequenzen zu befürchten. Im Zweifel wurden sie hingerichtet. Und können wir jetzt aus der heutigen Perspektive eigentlich Menschen vorwerfen, dass sie untätig geblieben sind? Dazu mehrere Dinge. Einmal, der Satz, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, der hat mich nicht überzeugt, weil entweder ist es eine Binsenweisheit oder es ist eine Reinwaschungsgeschichte. Wir müssen uns auch moralisch mit diesen Fragen auseinandersetzen, auch wenn wir es nicht erlebt haben. Wie Helmut Kohl sagte, zu Recht sagte, wir haben ja die Gnade der späten Geburt. Ja. Ich bin nie vor schwerwiegende moralische Entscheidungen gestellt worden. Thanks God. Nee, Gott sei Dank. Und das war ja damals anders. Und da habe ich folgende Meinung zu. Niemand ist verpflichtet, sein Leben und das Leben seiner Angehörigen aufs Spiel zu setzen. Das kann man tun, und es ist bemerkenswert, wenn man es tut, aber dazu gibt es keine moralische Pflicht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch, und da mache ich jetzt mal einen kernigen Satz, moralisch verwerflich, an Unrecht mitzutun, nur um eines gewissen Vorteils willen. Nicht um Nachteil zu verhüten, ja, sondern um eines Vorteils willen. Nicht, dann hätte man halt im Dritten Reich, wie es Gerd Bucerius gemacht hat, dann irgendwie ein kleiner Anwalt sein müssen und so keine Karriere machen. Auf Karriere in Unrechtsregime zu verzichten, ist eine moralische Pflicht. Und dazwischen spielt es sich natürlich ab, was zu tun ist. Das kann man wahrscheinlich immer nur im Einzelfall sagen, nicht? Ja. Ja, vielen Dank bis hierhin. Wir haben jetzt, oder Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein paar Fragen an den Ohrenzeugen zu stellen. Und uns wäre wichtig, wenn Sie sich einmal ganz kurz vorstellen würden zu Beginn und dann Ihre Frage auch mit einem Fragezeichen zu beenden. Und genau, also wir haben hier, glaube ich, ein paar Mikrofone im Publikum auf der linken und rechten Seite und dann melden Sie sich gern. Da hinten ist eine Studentin, glaube ich. Ja, jetzt haben Sie mir natürlich die Vorstellung genommen. Also ich bin Studentin im 20er-Jahrgang, Caroline Kirchgasser heiße ich, und ich habe eine Frage zum Unrechtsbewusstsein zu der Zeit, weil Sie hatten ja berichtet, dass Sie die Gestapo-Akten gelesen haben und Sie das ziemlich erschütternd fanden. Und da habe ich mich gefragt, ob da tatsächlich alles drinsteht, was passiert ist,
oder ob sozusagen auch vieles, was passiert ist, halt nicht dokumentiert ist, oder ob man halt irgendwie so eine verquere, ja, so ein verqueres Unrechtsbewusstsein sozusagen damals dann schon hatte, dass halt tatsächlich einfach alles dokumentiert wurde. Ja, Unrechtsbewusstsein. Ich habe mal versucht, ich habe ja als Wissenschaftler auch die Zeit und Muße nachzudenken. Ich habe mal versucht, mich reinzuversetzen in den Wienhusen, in die Gestapo-Leute, habe auch überlegt, was kann ich aus den Akten lesen. Bei den Denunziantinnen und Denunzianten gibt es ausführliche Untersuchungen, dass das nicht politische Geschichten waren, nicht? Sondern dass es häufig zum allermeisten Teil so Missgunst war. Aber von den Leuten, sie wollen fragen, ob es nicht überzeugte Nationalsozialisten, man muss es hier nicht so sehr gendern, weil die meisten, jedenfalls Entscheidungsträger, waren Frauen, die Rolle von Frauen im Nationalsozialismus ist ein ganz eigenes Thema, nicht? Ob sie ein Unrechtsbewusstsein hat, auch das wird in die Wohlgesinnten reflektiert, nicht? Die Akten geben natürlich wenig davon her, nicht? Ja, Eckhard Weikmann aus Kiel. Professor Pünder, ich habe eine vielleicht sehr persönliche Frage. Sie haben über Ihre Recherche in Ihrer Familie, Ihre dann schriftliche Auseinandersetzung damit berichtet. Mich interessiert, ob es jetzt auch dafür, dass Sie jetzt hier zum Beispiel heute Abend doch sehr öffentlich darüber berichten, irgendwie eine Initialzündung, einen besonderen Moment gab, oder war das ein Prozess, damit auch jetzt über das Verschriftlichen damit noch öffentlicher aufzutreten? Das lag nah, wo es mein Vater zweimal gemacht hat. Und wenn er tot ist, mit dem war ich sehr eng, dass ich dann in die Fußstapfen trete. Das war jetzt kein ganz großer Schritt. Ich bin ja nur die Enkelgeneration, nicht? Es ist schon was anderes, wenn die Betroffenen selbst sprechen, nicht? Das war kein großer Schritt. Ja. Alles klar. Ist nicht leicht. Ich bin verdammt nah am Wasser gebaut, das ist schrecklich. Keine gute Eigenschaft, nicht? Und es geht einem natürlich nah, man kommt auch so rein und so, aber trotzdem versuche ich natürlich irgendwie, das dem einen Rahmen zu bieten, ja. Haben wir noch weitere Fragen im Publikum? Hallo Herr Pünder, erstmal nehmen Sie sich das nicht zu Herzen. Mein Name ist Christiane Fischer, ich bin vom Prüfungsamt der Bucerius Law School. Ich kenne Herrn Pünder von Anfang an, wir kennen uns seit weit über 20 Jahren und ich kann Ihnen versichern, niemand hat ihn ausgewählt, um irgendwas zu machen. Es ist ein sehr, sehr interessanter Mensch immer gewesen und ich danke Ihnen für diesen Vortrag heute Abend. Wie sagt man im Rheinland, und is it auch hier loren, so tut es doch so gut. Et küt wie küt. Ich bin in Düsseldorf geboren übrigens. Ich habe eine Frage. Sie haben vorhin etwas angedeutet, was ich gerne aufgeklärt wissen würde. Wieso sehen Sie keine Parallele zwischen der SED und den Nazis? Mhm. Weil es da ja auch ähnliche Strukturen gab. Ich sage nicht, dass die Menschen ähnlich gehandelt haben, aber die Strukturen waren ähnlich. Mhm. Wäre vielleicht nett, wenn Sie dazu kurz Stellung nehmen. Das ist ein Riesenthema. Es gibt natürlich Parallelen. Es gibt natürlich auch fundamentale Unterschiede, was das Diktatorische angeht, vielleicht noch mehr Parallelen, aber diese Perversion der Fremdenfeindlichkeit, ich benutze jetzt bewusst den Begriff in der Nazizeit, es ging gegen Leute nicht arischer Herkunft, das waren ja noch nicht mal Fremde, das waren Leute wie du und ich, deren Oma irgendwie jüdisch war. Und die umzubringen, systematisch umzubringen. Das ist so, als wenn man sagt, jetzt alle Rothaarigen, mein Sohn ist rothaarig, ne? Oder alle Adligen, ehemals Adligen, aus ehemals Adligen Familien, ne? Oder es ist ja
dass diese Perversion, die ist unvergleichlich, und das war eben in der DDR nicht. Da ist auch ganz schrecklich viel geschehen, aber. Alles klar. Noch weitere Fragen hier vorne. Hallo. Hallo. Mein Name ist Nora Hecht. Ich studiere hier auch an der Bucerius Law School im jüngsten Jahrgang, dem 2023er Jahrgang. Und ich komme aus Sachsen. Also ist das Thema, was konnten Sie tun, ein sehr nahes für mich, weil das eine Frage ist, die mich tatsächlich sehr viele Verwandte, Freunde, Bekannte immer wieder fragen. Was können wir jetzt tun? Weil das die aktuelle Lage ja eigentlich erforderlich macht. Was können wir jetzt tun? Und ich habe aber ein bisschen andere Frage an Sie, und zwar, wie können wir denn überhaupt erreichen, dass so etwas, dieses Unrecht, was Ihrem Großonkel geschehen ist, nie wieder passiert? Wie können wir das? Das ist die große zentrale Frage, und ich frage mich das immer, immer wieder. Wie soll ich denjenigen Menschen begegnen, die jetzt schon teilweise dieser Ideologie wieder anheimfallen? Wie wäre den Anfängen? Wie können wir uns wehren? Danke. Wissen Sie was? Ich glaube, indem wir Geschichten erzählen, Bücher lesen, Filme sehen über die damalige Zeit, Schindlers Liste und was auch immer, diese Sachen, indem wir nach Yad Vashem gehen, indem ich Geschichten erzähle und Geschichten über meinen Onkel erzähle, und alle Leute, die mich kennen, denken sich, oh Gott, der ist, ich bin ja auch so ein Typ, der so unglaublich fröhlich ist und lebenslustig und so weiter, Geschichten erzählen, die unter die Haut gehen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Auch DDR-Geschichten erzählen. Insofern werden Sie eine Rolle haben als Ohren- und Zeitzeugen, indem wir auch differenzierte Geschichten erzählen. Ja, also über den Mengele, das ist ja wie ein Horrorfilm oder sowas, ja. Das ist einfach, das ist natürlich schrecklich, aber differenzierte Geschichten erzählen. Ich habe einen zweiten Wohnsitz in Mecklenburg, und da erzählen mir die Leute auch immer, dass sie glücklich waren. Wie kann man glücklich sein in einem Unrechtsregime, dass es nicht schwarz-weiß war, dass wir Geschichten erzählen, an die man anknüpfen kann? Ich glaube, das ist es. Und jetzt mal wieder für uns Juristen oder auch für uns Rechtswissenschaftler, wenn wir Fälle besprechen, ist das immer, der A schlägt den B. Ja. Und mein Aufsatz, den ich da geschrieben, gut, weil ich da so ein persönliches Verhältnis habe, habe einfach mal die Geschichte hinter den Fällen erzählt. Im Grunde wäre das mal eine richtig gute Forschungsaufgabe, dass man mal Geschichten hinter den juristischen Rechtsprechungen denen nachgeht. Alles klar, eine letzte Frage hätten wir noch. Hier vorne die Dame. Ich Ellen Zamori ist mein Name, ich bin Psychoanalytikerin und aus Interesse hier, weil ich mich an anderer Stelle mit dem Thema beschäftige. Und ich würde gerne einfach nur noch ganz kurz was hinzufügen zu dem, was Sie gesagt haben, bezüglich der Frage, was wir tun können. Wir können immer auch Stellung beziehen und etwas sagen, was ja auch so verloren gegangen ist, und den Mut haben, etwas zu bremsen, ja, auf eine deeskalierende Weise, so schwer wie das sein mag. Und wie viel Angst man auch in solchen Situationen schon haben mag, ja? Ja, lieber Herr Pünder, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für diesen sehr gelungenen Vortrag und für das super. Und was haben wir tolle Studierende, Herr Wassanese, ne? Der ist kein Einzelfall. Solche gibt es hier wie Sand am Meer, wenn ich hier nur durchgucke. Ne? Der ist Normalo bei uns. Ne? Ja, die letzten Worte hat das Studium Generale. Ja, vielen Dank.
Alexa Meyer-Hamme ist mein Name. Ich möchte mich auch nochmal im Namen der Studium Generale und der gesamten Bucerius Law School bei dir, lieber Hermann, und auch bei dir, lieber Luis, bedanken für diesen wunderbaren Abend, für deine Einblicke in deine Familiengeschichte und die Persönlichkeit und das Schicksal deines Großonkels. Und ich glaube wirklich, wir können immer alle viel Geschichtsbücher studieren, und das bleibt alles für die, die es nicht erlebt haben, abstrakt. Und wie du sagst, durch die Geschichten, es wird konkret, und es geht, ich glaube, es geht ihnen auch allen so dann irgendwie sehr unter die Haut. Also ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Es wäre dann auch im Sinne von Leo Statz gewesen, dass ihr beide jetzt, und zwar jeder eine Flasche unseres schönen Evelin Weißburgunder bekommt. Ich fange mal bei dir an. Herzlichen Dank nochmal. Du kriegst gleich auch noch alles eine. Gut, danke. Und damit möchte ich jetzt Sie gleich auch einladen. Danke. Ach Gott, alles gut. Kannst du. Mir fehlt die eine, die dritte Hand. Ja, genau. Vielen Dank. Und zwar unten im Foyer zu Brezeln und Wein, und draußen, von außen im Auditorium, können Sie jetzt alle gleich, ich tippe, Hermann kommt noch mit und Luis sicherlich auch, die Ausstellung "Was konnten Sie tun?" zu sehr vielen beeindruckenden Beispielen des Widerstands im Nationalsozialismus angucken. Und Sie können gerne auch Ihre, auch in Zukunft, die Ausstellung ist noch bis zum 17. Juni hier, sagen Sie das Freunden, Familie, Kindern, Schulklassen, was auch immer Sie kennen, kommen Sie zu uns auf den Campus und schauen Sie diese Ausstellung an. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis, wir haben im Studium Generale noch ein paar schöne Veranstaltungen jetzt im Sommertrimester. Die nächste vermutlich am 5. Juni zu europäischer Sicherheitspolitik in Krisenzeiten. Und ja, melden Sie sich bei unserem Newsletter an, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Wir freuen uns, Sie hier wieder zahlreich begrüßen zu können. In diesem Sinne allen einen schönen Abend.